Hey, schön, dass ihr das Video eingeschaltet habt. Hier ist Coach Chris und wir sprechen über 5 unangenehme Wahrheiten, die dir deine Kampfsportschule nicht erzählt, wenn du anfängst. Wahrheiten, aber wie gesagt, unangenehm und schlecht fürs Verkaufen von Verträgen. Aber ihr erfahrt sie hier und jetzt. Es gibt keine perfekte Technik. Ja? Ich meine jetzt nicht perfekt in der Ausführung. Also perfekt natürlich, es gibt schon eine Lehrbuch-perfekte Technik, aber ich meine, es gibt nicht die perfekte Technik, die alle Probleme löst, ja, für die Selbstverteidigung oder wie auch immer, ja. Manche Stile erzählen euch so Zeug, ja, ihr müsst dem anderen nur mit dem Finger in die Augen stechen oder mit dem Knie in die Eier hauen oder irgendwas, ja, aber es ist nicht wahr, ja. Das kann funktionieren, keine Frage, aber es gibt nicht die ultimative Technik, ja, weil, das ist ein Mythos, ja. Die Herz, 5 Druckpunkte Herzexplosionstechnik von Kill Bill oder irgendwas, ja. Selbst wenn es sowas geben würde, ist es hochproblematisch, weil der Gegner sich ja bewegt, ja. Und meistens nicht das macht, was du in deinem Gym trainierst, ja. Also, es gibt keine perfekte Technik, sehr frustrierend, sondern es ist wichtig, viele Techniken zu lernen und dann die Fähigkeit zu finden, zu improvisieren. Ja? Also sich mit den möglichst vielen unterschiedlichen Sachen, die man gelernt hat, darauf anzupassen, was in der realen Situation passiert. Ja? Leider haben viele populäre Systeme aktuell, Krav Maga, ne? Mein Lieblings-Hass-Thema, ne? Das ist nur Spaß, aber das ist halt ein gutes plakatives Beispiel. Ja? Auf jeden Fall, ja, ihr müsst nur jedem in die Eier hauen, ja, dann ist alles super. Aber was ist, wenn der auf Drogen ist, wenn der Adrenalin hat, wenn der zu schnell auf euch zukommt, ja, und ihr habt keine Chance mehr, dem in die Augen zu stechen oder in die Eier zu drehen, ja. Also es gibt keine perfekte Technik. Es gibt es nicht. Ihr müsst trainieren, ihr müsst viel trainieren, möglichst viele unterschiedliche Sachen und dann die Fähigkeit lernen zu improvisieren, neben dem richtigen Mindset, ja. Aber wie gesagt, leider, es gibt keine perfekte Technik. Wahrheit Nummer 2, face the fact, es gibt kein perfektes, komplettes Kampfsystem. Ja, zeigt ihr, ja, was ist mit, was weiß ich, Krav Maga, was ist mit MMA, was ist mit dies und das und jenes, ja. Aber Tatsache ist, ich habe jetzt bestimmt 30 Jahre Kampfsporterfahrung und bin davon seit 20 Jahren Trainer und bilde mich ständig fort, lerne ständig neue Systeme dazu, weil ich nichts gefunden habe bisher, was alles effizient, gleichmäßig abdeckt. Ja. Wir haben zum Beispiel Kali, was einen sehr starken Waffenaspekt hat oder auch eben waffenlose Selbstverteidigung in dem gleichen Waffenmuster. Ja. Wir haben Bodenkampfstile, BJJ, Catch Wrestling, wie auch immer, die den Bodenbereich abdecken. Ja. Wir haben Thai-Boxen, was sehr gut im Stand arbeitet. Ja. Natürlich, ne, sehr ballistisch, sehr aggressiv kickt und boxt und Ellenbogen schmeißt, ja, und clincht. Aber jedem System fehlt ein bisschen was, was das ein anderes wieder dafür hat. Ja. Deswegen bin ich der Meinung, dass es kein System gibt, was vorgefertigt ist. Ja. One size fits all existiert nicht. Ja. Die einzige Chance ist, dass du ein gut abgerundeter Kämpfer, besonders für die Selbstverteidigung wirst, ja, ist, dass du mehrere Sachen trainierst. Ja. Cross-Training. Ne. Jetzt kannst du natürlich dich bei verschiedenen Kampfsportschulen anmelden, ne? Einen riesen Aufwand, zahlst ein paar Beiträge, ne? Oder du suchst eine Kampfsportschule, wie bei uns hier, ne? Deuce Combat System, DCS Gym, ja? Wo du aus einer Hand, meistens den Händen von mehreren Trainern, bei uns nur aus meiner Hand, also weil ich die Sachen alle selbst gelernt habe und eben halt alle selbst unterrichte. Aber gut, ich bin jetzt, sagen wir mal, eine Ausnahme, ja? Ich bin halt ein wenig Fetischist, sage ich mal, ne? Und muss das alles selbst machen, ja? Und habe da auch richtig Bock drauf. Und, aber auf jeden Fall, ihr müsst Cross-Training machen, ja? Weil zum einen, selbst wenn man sagt, okay, MMA ist jetzt das, verbindet Standkampf und Bodenkampf und alles miteinander, ja? Aber selbst MMA ist nur gegen eine Person, MMA ist nicht gegen mehrere Gegner, wie gesagt, und ihr habt keine Waffen, ja? Und die Umgebung ist gepolstert und sicher, ja? Und ihr wisst, der andere ist auch ein Kampfsportler, ein Athlet, ja? Also der sich auch nach einem bestimmten Muster natürlich bewegt, ganz anders als jemand auf der Straße. Ja? So, es bringt nichts, ja? Man muss eine gute Mischung, ja, trainieren aus Kampfsportarten, die eben dann möglichst alle Bereiche abdecken. Ja? Dass man fit ist, dass man im Stand was drauf hat, dass man am Boden was drauf hat, dass man
Waffen auch drauf hat, vor allem defensiv, aber auch offensiv, weil kann ja sein, der Gegner verliert die Waffe und ich habe sie dann. So. Und man muss auch noch fit sein. Ne? Also das Conditioning, wie zum Beispiel bei uns jetzt Kettlebell Training oder Combat Fitness Kickboxen, ja, das sind auch Sachen, ja, das braucht ihr auch. Ne? So. Also es ist leider so, ne? Ist nicht so einfach, wenn euch Systeme versprechen. Wir haben alles, wir haben das perfekt abgerundete System. Nee, gibt's nicht. Ja? Außerdem ist es noch eine individuelle Sache. Du musst noch was finden, was für dich passt. Ja? Das heißt, für jeden ist was anderes sinnvoll. Ja? Wenn ich jetzt, sagen wir mal, 1,50 bin, ja, dann ist vielleicht jetzt nicht gerade Long Range, lange Waffen, ne, das Ideale für mich, ja, sondern ich muss irgendwas sehen, mehr auf die Close Combat Schiene gehen, ja, wo ich eben Nahkampf bin, ja, zum Beispiel. Oder ich muss lernen, wie ich die Großen halt bekämpfe, ja, und ihre Angriffe vermeide, ja. Oder eben vielleicht Waffen als Equalizer oder Selbstverteidigungstools, ja. Aber auf jeden Fall, es gibt leider kein perfektes System, das alles abbildet. Ja. Deswegen Cross-Training muss sein. Zum Beispiel bei uns im Eigenwerbung DCS Gym Bamberg. Wahrheit Nummer 3. Ja. Unangenehme Wahrheit Nummer 3. Es gibt nicht den allgemein perfekten Trainer. Ja. Natürlich schneide ich mir selber ein bisschen ins eigene Fleisch, ne, weil ich jetzt natürlich hier der einzige Trainer bin bei uns. Ja, und alle Kurse selbst unterrichte, ja. Aber es gibt nicht den perfekten, allgemein den perfekten Trainer, ja. Du brauchst einen Trainer für dich, persönlich, individuell, weißt du. Jemand, der dich abholt, da wo du stehst, ja. Der dich geistig abholt, ja. Der deine Sprache spricht, ja. Der dir echt Rückmeldung geben kann, ohne dich zu demotivieren, ja, der dich motiviert, dass du das Maximale rausholst, ja, dass du am Ball bleibst, der dir den Arsch tritt, wenn du aufgeben willst, ja. Und das ist das eine und das ist natürlich für manche Leute, für viele Leute kann ich das sein, weil ich mich ganz gut auf Menschen einstellen kann, auch in den verschiedenen Kampfsportarten. Aber manche Leute kommen mit mir auch nicht klar, was weiß ich, weil sie vegane Pazifisten sind oder irgendwelche, ich esse gern Fleisch, manche, was weiß ich, Meinungen nicht teilen, die ich teile, ja, und dann irgendwie mich halt so unterbewusst schon ablehnen, also wird eine Zusammenarbeit schwieriger. Der nächste Punkt ist, warum es nicht den perfekten Trainer gibt, dass jeder Trainer natürlich bestimmte Sachen lieber macht als andere. Ja. So, das ist natürlich die Problematik, wenn ein Trainer irgendwas nicht gern macht oder nicht besonders gut ist an einer Sache, dann ist es so meistens, wenn er nicht ein extremer Masochist ist und sich selber mit Sachen quält, die er nicht mag, dass er die Sachen, die er nicht gut kann, versucht zu vermeiden, ja, oder nicht so viel. Ja. Und da hat jeder ein bisschen so, jeder Trainer ein bisschen so seinen Pferdefuß, sage ich mal, ja, wo er sagt, das mache ich nicht so gerne, sondern richtig mal lieber nicht so gut, ne? Nicht so viel, ja. Weil so nach dem Motto steigen, steigen heißt schwächen, schwächen, aber es ist natürlich nicht optimal, weil natürlich die Kämpfer und Kämpferinnen gut abgerundet sein müssen und deswegen müssen sie natürlich alle Aspekte relativ gleichmäßig trainieren, ja. Und manchmal geht man auch zu stark von sich selber aus, zum Beispiel manchmal tappe ich mich dabei ein bisschen, mich ein bisschen zu Beinarbeiten und so Sachen vernachlässige, ja, weil ich früher auch erfolgreich in Mannschaftssportarten, Basketball und anderen Sachen da trainiert habe, ja, und habe ich natürlich eine Beinarbeit schon von Natur aus, von Haus aus, ja, und habe da keine Probleme und da denkt man manchmal, Mensch, muss ich die jetzt quälen mit irgendwelcher Beinarbeit, ja, aber jemand kommt in mein Gym und kann das nicht, also ist es auch meine Aufgabe, aber ihr seht, sonst kann ich nicht drüber sprechen, ich bin darüber reflektiert und versuche das natürlich dann auch mich selber da zu zwingen, das zu tun, ja. Aber die meisten Trainer sagen, ich kann irgendwas nicht gut, okay, dann machen wir besser mal nicht so viel davon. Somit profitiert man davon, wenn man bei mehreren Trainern trainiert. Manchmal, dass man eben dann halt natürlich andere Aspekte lernt, ja. Wobei, wie gesagt, das ist immer die Frage, auf welchem Professionalitätslevel man das machen muss, ne, und will das Ganze. Und nicht jeder muss ein Profi werden, ja, und außerdem, wie gesagt, kommt immer stärker auf den Trainer drauf an. Ich versuche ein guter Allrounder zu sein, ich habe bestimmt auch meine Schwächen in manchen Sachen, aber ich bemühe mich und bilde mich selber ständig fort, damit es bei mir eben auch ausgeglichen wird und lasse mich von meinen Trainern und meinen Lehrern und Meistern immer mal wieder zusammenscheißen zwischendurch, ne, und mich wieder daran erinnern, was ich nicht so gut kann und dann versuche ich es zu verbessern und meine Schüler weiterzugeben. Ja. Aber wie gesagt, Fakt ist, jeder Trainer hat andere Vorlieben und wird mehr Fokus auf irgendwas legen. Ja. Wie gesagt, es gibt keinen perfekten Trainer. Der Trainer muss zu dir passen, individuell. Ja? Und perfekt ist 88, das ist keine Ahnung, was ist perfekt. Ja? Welcher Mensch ist perfekt? Ne?
Man, es gibt gute Trainer, es gibt schlechte Trainer, aber den perfekten gibt es eben wohl nicht. Ja? Egal, was auf den Leuten ihren Webseiten steht, da schließe ich auch selber mich mit ein. Ich kann für manche der perfekte Trainer sein, aber wahrscheinlich auch nicht für jeden. Okay, unangenehme Wahrheit Nummer 4. Um die Benefits aus dem Training rauszuholen, ja? Also um die positiven Effekte, die das Training auf dich und deinen Körper hat, rauszuholen, musst du wirklich mit voller Hingabe trainieren. Ja? Das heißt, du hast eine Hohlschuld, ja? Und es bringt dir gar nichts, wenn du nur irgendwo angemeldet bist. Ja? Weil vom nur angemeldet sein und sporadisch hingehen, da wärst du nicht gut. Ne? Das ist Licht auf der Hand. Aber viele Leute, die meinen, jetzt bin ich da angemeldet, jetzt bin ich fertig. Vorsicht. Ja? Aber es ist nicht der Fall. Du wirst nur gut, wenn du wirklich mit Hingabe trainierst. Ja? Und da ist zum Beispiel, viele sagen so, oh, jetzt habe ich aber ein wenig trainiert, jetzt habe ich meine Motivation verloren. Ja? Aber es ist totaler Bullshit. Ja? Motivation kommt und geht und ist drauf geschissen eigentlich auf Motivation. Ja? Motivation ist wie so kurzes Verliebtsein. Ja? Weil kurzes Verliebtsein ist keine Beziehung, ja? Sondern die Routine ist die Beziehung, ja? In der Routine leben zu können. Ja? Und genauso ist es mit dem Training. Ja? So wie man eine erfolgreiche Beziehung nur führt, wenn man gute, positive Routinen etabliert, ja? So kann man auch nur guter Kampfsportler werden oder guter, erfolgreicher Selbstverteidigungsmann und Frau, wenn man regelmäßig trainiert. Ja? Und das erfordert volle Hingabe, weil es bringt auch nichts, wenn man halbherzig hingeht. Und wie gesagt, man darf nicht auf seine Motivation warten. Man muss sich eine Routine erstellen. Okay, ich gehe Montag, Mittwoch, Freitag zum Training und aus dem Haus. Ja? Lauter ist dieses Arschgelaber, ja, von wegen, ja, du, heute bin ich aber nicht so motiviert. Ja, wer ist schon motiviert, weißt du, ich war in den letzten 30 Jahren auch nicht jeden Tag motiviert, ne? Aber, da, wie gesagt, da ist völlig drauf geschissen, aber ich habe gesagt, okay, wenn ich nicht mit 40 Fieber im Bett liege, dann gehe ich an bestimmten Tagen, wo ich Zeit habe, je nachdem, ich habe studiert, ich habe dies und das gemacht, ja, und den Job gehabt, okay, dann muss ich halt immer gucken, wann gehe ich, ja, sagen wir mal, ich bin Schichtarbeiter, okay, dann gehe ich an dem einen, in der einen Woche gehe ich, was ich, zweimal früh zum Chris, also zu mir jetzt in dem Fall, weil mir auch Vormittagstraining anbieten, und in der nächsten Woche habe ich Spätschicht, was ich, gehe halt zu einer anderen Zeit, ja, halt wie es halt passt, ja, aber man muss es ein bisschen planen und dann eine Routine reinbringen, weil es ist wie ein Rad, ne, wenn es mal läuft, dann geht es leicht, aber wieder anzuschieben, ha, das ist schwer, ja, und wenn man eine Routine hat, dann ist das nichts mehr Besonderes, ja, wie das, was ich vorhin gesagt habe, oh, ich bin so verliebt, ne, scheiß drauf, ne, es bringt nichts, ne, sondern wenn du kurz verliebt bist, okay, jetzt kommst du mit irgendeiner zusammen, okay, jetzt bist du mit ihr zusammen, jetzt bist du nicht mehr verliebt und jetzt ist das weg, ne, ist die Motivation weg oder was? Das kann nicht sein, ne? Sondern der Erfolg kommt als Nebenprodukt. Ja? Die Routine muss etabliert werden, regelmäßiges Training, ich meine klar, sollte man natürlich dann schon fokussiert machen, ja? Und wirklich mit Commitment und nicht nur so, oh, ich bin jetzt da, weil ich dafür bezahle und so einen Scheiß, das höre ich auch manchmal schrecklich, ne? Fürchterlich, meldet euch lieber ab, wenn ihr so einen Scheiß irgendwie im Kopf habt, aber egal. Auf jeden Fall, ne? Du musst regelmäßig trainieren, ne? Möglichst viel, möglichst oft. Wobei natürlich im Rahmen dessen, was sinnvoll ist, ne, sportwissenschaftlich mit den entsprechenden Pausen dazwischen. Ja, aber auf jeden Fall regelmäßiges Training über einen längeren Zeitraum. Ja, das macht erfolgreich. Viele Leute sagen, oh, wie geht es, dass der Streit so viele Kampfsport angelernt hat? Das hat er sich bestimmt im Internet das Zertifikat gekauft. Na, hat er nicht. Es war anders. Ich habe einfach Routinen. Ja? Und ich mache halt nichts anderes. Ich habe keine anderen Hobbys. Ich mache nur Kampfsport. Ich unterrichte hier. Und in meiner Freizeit lerne ich was, bilde mich fort, ja? Und trainiere das dann auch wieder mit meinen Privatschülern oder privaten Trainingspartnern. Und dann gebe ich es wieder an meine Schüler weiter. Ja? Und so habe ich halt über Jahrzehnte auch verschiedene Kampfsportarten auf einem hohen Level gemeistert. Ja? Aber das ist das, was ich meine. Routine, nicht drüber nachdenken, habe ich heute Lust oder nicht, sondern Routine. Montag, Mittwoch oder Dienstag, Donnerstag oder was weiß ich, wenn es bloß einmal in der Woche ist. Geh, ne? Geh. Jede Woche, immer. Aber sei denn, du bist todkrank, okay? Oder die Oma ist gestorben, das geht auch. Aber ansonsten keine Ausreden, ne? Okay, das war das mit der Wahrheit Nummer 4. Unangenehme Wahrheit Nummer 5. Und zwar, diese ist ganz klar, dass du die Hohlschuld hast, hat mir vorhin schon gesagt, aber, das hört sich gut an, naja, ich habe die Hohlschuld gut, Challenge accepted, ja. Aber so einfach ist es nicht, ne? Sondern dir muss klar sein, ja, du musst jetzt das alles mit voller Hingabe machen, ja, und kontinuierlich, ja. Und es hört sich leicht an, aber es ist nicht so leicht, ja. Sondern du bist jetzt für dich selbst verantwortlich, ja, das ist die eigentliche Wahrheit Nummer 5. Du bist für dich verantwortlich, du, niemand anders, ja.
Und du musst jetzt die Challenges des Alltags bewältigen, die dir in die Quere kommen, nämlich was bei jedem passiert, ja, es läuft nicht linear, dass du sagst, es war bei mir auch nicht so, ne? Dass du, ich sage, ja, ich trainiere jetzt, was weiß ich, dreimal in der Woche. Ich meine, klar, das ist die Routine, die ich etabliert habe, aber hat es immer funktioniert? Nee, ja, dann macht man die Freundin Schluss, man ist mal schlecht drauf, man ist krank, ja. Natürlich, wie gesagt, man zwingt sich in die Routine, in der Regel, aber es gibt auch Phasen. Zum Beispiel, man hat jetzt Prüfungen an der Uni, Abschlussprüfung vom Job, Gesellenprüfung, was weiß ich, you name it. Ne? Oder die Freundin macht Schluss, oder wenn man älter ist, Ehescheidung, irgendwas, ja, man ist krank, man hat Sportverletzungen, ja. Und trotzdem muss man diesen Stressfaktoren eben widerstehen, ja, wenn man guter Kampfsportler werden will, weil die kommen immer wieder zwischenrein. Ja. Es ist kein Mensch auf der Welt, zumindest ich kenne keinen, hat es je geschafft, sagen wir mal 10 Jahre lang, komplett ohne Unterbrechung vom Rhythmus zu trainieren. Ja? Die Kunst ist eher, wieder zurückzukommen in den Rhythmus und sehr fokussiert und sehr gewissenhaft wieder reinzufinden, ja? Oder einen neuen Rhythmus zu etablieren. Ja? Angenommen, ich arbeite jetzt nur Frühschicht und jetzt muss ich Früh- und Spätschicht arbeiten. Jetzt muss ich natürlich hier meinen Rhythmus verändern, ja? Von meinem Training. Ja? Aber das ist auf jeden Fall ein Faktor. Und gerade auch noch ein anderer ist, wenn man jetzt mehrere Kampfsportarten parallel trainiert, ja, oder Cross-Training macht, ja, da ist natürlich noch wichtiger, dass man eine Hingabe hat, ja, und Commitment und Fokus, ja. Und das ist aber schwer, ja, über die Jahre, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Man ist nicht jeden Tag motiviert und deswegen habe ich ja schon vorher gesagt, braucht man die Routinen, aber das ist schon ein Kampf mit sich selbst, ja. Und man kann halt niemand anders dafür verantwortlich machen, ne, wenn man ehrlich ist. Viele machen das dann zwar, ne, sagen, oh, der Trainer ist scheiße, das Training ist langweilig oder irgendein Quatsch, ja, aber das sind Ausflüchte, ja, das sind Ausflüchte, dass du faul bist oder irgendwie den Arsch nicht hochkriegst, ja, weil die harte Wahrheit ist halt, ja, nur der wird ein guter Kampfsportler langfristig, der schafft über Jahre lang immer wieder sich anzupassen, ja, Survival of the Fittest, ne, Darwin, der Wissenschaftler, hat's gesagt, ne, Survival of the Fittest, wer am besten angepasst ist, ja, oder sich immer wieder anpassen kann an die neue Umgebung, ja, der überlebt. Ne? Und so ist es im Kampfsport auch. Ne? Only the strong survive, wobei das jetzt nichts mit Genetik zu tun hat, weil man kann ja auch ein bisschen an sich arbeiten. Ja? Und viele Leute sind zu mir gekommen und waren ein wenig so Hallodris, ja, so Studenten, die jeden Tag Party gemacht haben und sich jeden Tag die Birnen zugekifft haben oder was weiß ich. Ja? Dann kommen sie hierher und ich sage, pass mal auf, jetzt geben wir dem Ganzen mal eine Struktur. Ja? Und auf einmal sind die im Leben auch viel erfolgreicher, ja? Weil Struktur und eben die Hohlschuld zu akzeptieren, für sich selber Verantwortung zu übernehmen, ist halt das A und O. Ja? Und nicht nur im Kampfsport, sondern ich sehe ganz viele Leute, wo das auch, wenn ich das mit ihnen etabliere hier in der Kampfsportschule, dass die das auch dann draußen auf ihr Leben anwenden und sehr erfolgreiche Leute werden. Ja? Sehr erfolgreich, ne? Die vorher eben nicht dieses Mindset hatten, ja, und diesen Fokus. Ja? Und deswegen, wie gesagt, absolut wichtig, dass es einem klar ist, es ist hart, ja. Ich sage nicht, es ist nicht machbar. Ich habe es gemacht, hunderte andere hier machen es auch. Aber man braucht Selbstdisziplin, ja. Und man muss sich ab und zu mal zusammenreißen, ne? Und nicht sich mit den letzten Lappen immer selber mitleiden, ja. Und verweichlichen bis zum bitteren Ende. Na, das bringt überhaupt nichts, sondern man muss sich zusammenreißen, ja. Fokus und, aber Kampfsport hilft und die Struktur im Training hilft, ja. Aber letztlich, du musst das machen, ja. Und das würde ich sagen, ist die harte Wahrheit Nummer 5, ja. Und viele Leute, die das jetzt hören, so, ich weiß nicht, ob ich das kann. Ja, es ist nicht für jeden, ja. Aber die, die es durchziehen, werden belohnt. Und nach dieser Belohnung sollten wir streben, ja. Weil es nicht nur uns erfolgreich macht im Kampfsport, weil Kampfsport ist trotzdem für die meisten, die jetzt nicht Polizisten durchstehen oder irgendwas sind, trotzdem nur ein Hobby, ja, sondern diese positiven Effekte, ja, diese Synergieeffekte von Kampfsport, die übertragen sich auch ins richtige Leben, ja, und dann bist du auf einmal erfolgreicher in deinem Job, ja, sagst du, das reicht mal, dass ich vor 20 Jahren mal Gesellenprüfung mal gemacht habe, sondern dann machst du halt auch weiter und bildest dich da auch fort, ja, und hast dann Fokus, ja. Außerdem hier, wenn du in dem Umfeld bist, wo gute, positive Leute sind, die auch was mit dir aus ihrem Leben machen, ja, und die vielleicht selbst schon erfolgreich sind und schon den Weg vorausgehen, ein bisschen älter sind vielleicht als du, dann bringt das natürlich auch noch was, ne? Weil es können ja auch Vorbilder sein, ne? Genau. Auf jeden Fall, das waren die 5 harten Wahrheiten und ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzuschauen. Bis bald, Coach Chris. Danke.